Ökumenetag in Trier. Ich habe ein ökumenisches Pärchen, Pfarrer Risch von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Gregoritsch von der katholischen Kirchengemeinde aus, wie war das noch? Emmelshausen. Okay. Oder Vorderhunsrück. In der Nähe von Koblenz, Vorderer Hunsrück. Und Sie sind jetzt nach Trier gekommen zur Heiligen Rockwallfahrt. Warum sind Sie gekommen? Was hat Sie neugierig gemacht? Die Frage ist jetzt an mich gerichtet. Ja, Sie müssen sich jetzt irgendwie... Es gehört ja auch zur Ökumene, dass Sie sich dann einigen, wer zuerst was sagen kann. Dieses Jahr ist diese Wahlfahrt vorgesehen und dann wir von katholischer Kirche benutzen es selbstverständlich, dass wir das in diese Wahlfahrt mitmachen. Und da haben wir auch eingeladen unsere evangelischen Christen und ich bin froh, dass die auch mitgefahren sind. Wir sind mit 9 Bussen hier, ungefähr 440 Leute. Eine große Gruppe. Und für Sie, für die evangelischen Christen, ist das Ganze nicht so selbstverständlich. Also warum sind Sie auch mitgekommen? Das ist zunächst einmal richtig. Wobei, wir sind so freundlich eingeladen worden, freundschaftlich eingeladen worden, dass ich persönlich nicht Nein sagen konnte. Und viele Gemeindeglieder haben das ähnlich gesehen. Wir merken ein großes Bemühen, auch auf unsere Bedürfnisse zuzugehen und uns wirklich herzlich hier willkommen zu heißen, gemeinschaftlich als Christen hier zu stehen. Und ja, ich finde es von daher gesehen, auch wenn es für mich, weiß Gott, nicht selbstverständlich ist, ein tolles gemeinschaftliches Erlebnis. Jetzt ist die Wallfahrt heute Abend vorbei oder der Tag der Ökumene ist vorbei. Sie gehen wieder zurück in Ihre katholische und evangelische Kirchengemeinde. Was wollen Sie mitnehmen an Ökumene für vor Ort? Wir pflegen Ökumene ganz intensiv, zum Beispiel nächsten Sonntag, herzlich willkommen, haben wir 2 ökumenische Gottesdienste, eine bei Feuerwehr, eine bei Gemeindeeinweihung. Wir haben auch 2 Abende gemacht zum Thema Heiliger Rock. Wir wollen auch eine Reflexion machen, auch gemeinsam. Also wir haben viele, viele Sachen, was gemeinsam wir tun. Bringt der Heilige Rock auch die Evangelien weiter? Also ich denke, auf jeden Fall bringt er uns im gegenseitigen Verständnis weiter. Wir haben uns gerade eben noch darüber unterhalten, was es doch für ein toller Anblick war, die Vertreter der vielen Kirchen in der ACK vorne im Dom zu sehen, was das für ein buntes Bild ist und wie vielfältig doch diese eine Kirche Christi ist. Und das ist einfach ein Erlebnis gewesen, das ging dir ja auch so, dass wir trotzdem aber zusammenstehen. Ich denke, dass das uns weiterbringt, dass wir unser gegenseitiges Verständnis so auch vertiefen können und uns trotzdem so sein lassen können, wie wir sind. Also dieses bunte Bild am Altar mit diesen vielen Kirche, also es war wirklich eine bedenkliche, freudliche Ereignis. Aber Heiliger Rock bringt uns nicht so weit, aber Jesus Christus. Ja. Gute Schlusswort. Gut gesagt. Vielen Dank und gute ökumenische Erfahrung. Dankeschön. Dankeschön.